Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem spannenden Wirtschaftstalk jetzt aus der Zentrale eines der führenden österreichischen Logistikunternehmen, Transportunternehmen. Wir sind hier bei Jährich und bei mir jetzt der Hausherr Herbert Jährich. Begrüße Sie. Grüß Gott. Wir werden jetzt über alles Mögliche sprechen, über Internationalisierung, über den Unterschied zwischen Familienbetrieb und Konzern. Vielleicht eingangs einmal, wenn man hereinkommt, faszinierendes Gebäude. Toll, wirklich das bis ins kleinste Detail alles picobello, wenn man so schön sagt, auf Steirisch oder auf Österreichisch. Kennzahlen, was macht Jährich aus, dass man so ein bisschen spürt, ein bisschen begreifen kann? Also wir sind das größte steirische Transportunternehmen. Wir sind aber nicht nur in der Steiermark tätig, wir sind international weltweitig. Wir haben 32 Standorte, die wir selbst betreiben. Mhm. Wir haben 600 LKWs, wir haben 800 Angestellte und machen einen Umsatz von 250 Millionen Euro. Gegründet von Ihrem Vater? Gegründet 1969 von meinem Vater als Transportunternehmen. Ausgebaut dann über den größten Meilenstein, würde ich sagen, das erste Lager vor circa 30 Jahren mit Italien für einen Kunden, den was wir nach wie vor bedienen dürfen. Das war der größte Milestone, ein Lager, das hat uns vom Transportunternehmen zum Logistiker gemacht. Interessante Geschichte, vom Transportunternehmen zum Logistiker. Für den Laien jetzt, worin liegt der Unterschied? Naja, ein Transportunternehmen ist ein klassischer Frechter. Mhm. Ein Logistikunternehmen bietet den Kunden verschiedene Optionen in der Wertschöpfungskette an. Das heißt, Vater gegründet, dann Italien, großer Schritt. Da werden schon ein paar hundert Mitarbeiter dann dazugekommen sein. Genau. Die werden dann die nächsten Steps zu 850 Mitarbeitern. Ich muss die Zahl immer wieder sagen, weil das wirklich beeindruckend ist. Ja, natürlich. Das Ziel anno dazu mal war, für unseren Kunden die Ware näher an den Endkunden zu bringen. Das war dann auch das Kerngeschäft und unsere Lösung für andere Länder. Was in Italien funktioniert, funktioniert auch in Frankreich, in England, in Deutschland. Und der nächste Milestone für uns war USA. Ganz klar, 2000 bin ich persönlich in die USA und habe das Unternehmen Jährich USA gegründet. Da möchte ich ein bisschen eingehen drauf, weil Sie persönlich in die USA sind und dort das aufgebaut haben, mit 11 Standorten mittlerweile. Jawohl. Wie viele Jahre waren Sie in Amerika? 14, 16 Jahre? 16 Jahre, ja. Also wir haben das für einen Kunden aufgebaut, im Hafen von New York, in Jersey City, sind dann sehr stark gewachsen, weil das österreichische Logistik-Know-how schon eines der besten ist. Man sieht das auch in den Führungskräften von anderen Logistikunternehmen, da sitzen sehr viele Österreicher. Da tun wir irgendwas richtig. Ich habe dann das Know-how von meinem Vater mit in die Waagschale gelegt bekommen, sozusagen, und habe das drüben wirklich mit der Mentalität der Österreichischen umgesetzt und bedienen heute Großkunden wie Amazon zum Beispiel. Ja, Wahnsinn. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie damals in Amerika quasi aufgeschlagen haben? Die Verantwortung, den Auftrag vom Vater, wo man nicht versagen möchte. Jetzt ist nicht so, dass in Amerika jemand gewartet hat drauf. Ja. Die Sprache, gut, mittlerweile sind Sie Native Speaker, aber bevor Sie dorthin gegangen sind, was war das für ein Gefühl? Man ist rübergegangen mit einem Ziel, muss das schaffen. Ja, egal, wie viele Rückschläge man hat pro Tag, pro Woche, man hat gewusst, was zu tun ist. Wir haben 22 Standorte in Europa, man hat das Know-how mit rübergenommen. Ganz wichtig war die Technologie. Wir haben ein In-House-IT-Department. Das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, dass man drüben auch den Vorteil gegenüber den Mitbewerber hat. Und dann war es eigentlich einfach nur Day-to-Day, das zu optimieren für unsere Kunden, was wir eigentlich in Europa schon jahrelang gemacht haben. Sie sagen, auch wenn man Rückschläge bekommt, weiterkämpfen. Kommt da ein bisschen, für die Zuschauer ist das wichtig, der Herr Jährich war am Weg quasi schon zum Tennis-Profi eigentlich, Staatsmeister Österreicher. Das heißt, das Sportlerherz weiter zu kämpfen und weiter zu tun, ist es da ein bisschen reingekommen auch, klingt so danach? Ja, ich glaube, der Sport ist bei jedem Beruf sehr wichtig. Ja? Der Ehrgeiz, der Kampfgeist, irgendwas zu erreichen, ob das die wirtschaftliche Lage bei einer Verhandlung ist, ja? Dass ich den Gegenüber besiegen kann in meiner Strategie, ist nicht nur so beim Tennis. Ich glaube, du hast den Ehrgeiz, den was man wirtschaftlich sehr gut behandeln kann. Ja. Wie war das dann nach so vielen Jahren, über Jahrzehnte in Amerika, da wieder zurückkommen nach Österreich? Ja. Kommt einem das wirklich, Austria is too small for me quasi, oder wie war das Rückkommen dann? Ja, also die Zelte wurden abgebrochen aufgrund, dass mein Vater dann in Pension gehen wollte. Okay. Dann hat es einen 5-Jahres-Plan gegeben und die Firma
wächst ja noch immer und da hat man schon 1-2 Jahre gebraucht, bis man dann Fuß fasst, aber je nach Auftragsgefühl von den Kunden, das was ja nicht weniger wird pro Tag, muss man einfach da neue Kunden an Bord bringen und die alten Kunden oder die momentanen Kunden zufriedenstellen. Da ist man dann gleich wieder in dem Flow drinnen. Ja. Ja. Muss man irgendwie, große Verantwortung. Ja. Wir haben den Vater auch gesehen, einen Kommerzialrat, im Haus noch, er ist noch unterwegs. Was ist das für eine große Verantwortung? Es ist eine Verantwortung, aber man wächst. Man wächst damit dazu. Ob du jetzt da 100 Angestellte hast oder 800 Angestellte, ich glaube, du machst jede Entscheidung zugunsten der Firma und mit bestem Wissen und Gewissen. Wir haben eine Firmenstrategie, die unterscheidet sich schon ein bisschen von der Logistik-Konkurrenz, dass wir unsere Terminals selber betreiben. Mhm. Viele outsourcen das und da haben wir den Kostenfaktor schon sehr in der Hand. Okay. Da muss man nicht bei jedem Logistik-Lag, also Transport auf der Straße oder Transport auf der Bahn, nicht 100% dazu verdienen. Mhm. Wenn das von A nach C, das Konzept passt, dann kann man auch mal einstecken, dass man auf einen Transport nichts verdient. Und da haben wir einen Vorteil gegenüber unserer Konkurrenz. Und die Langjährigkeit unserer Kunden und die Zufriedenheit unserer Kunden zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Große Kunden sind da dabei, wie mit den USA, Amazon, wie wir gerade gehört haben. Mhm. Wie viele Länder seid ihr? Wo seid ihr überall? Wir haben 32, weltweit 32 Außenleger. Wahnsinn. Dezentrale Unternehmensstruktur spielt da ganz eine wichtige Rolle. Dann. Ja. Ich habe es vorher erwähnt, als Um und Auf, das IT-System. Ja. Man muss als Logistiker wissen, Profit and Loss, ganz, ganz wichtig, also die Gewinn- und Verlustrechnung. Man musste ein Dashboard haben, das die Zahlen auf den Punkt bringt, und zwar Lifetiming. Das haben wir. Wir müssen abbilden, wie unsere Lagerleistung ist in jedem einzelnen Standort, damit man dann frühzeitig reagieren kann, wenn es einmal Kundenschwankungen gibt. Man weiß, es gibt Papierproduzenten zum Beispiel, die ein Sommerloch haben. Mhm. In Italien ist die Ferragosta. Also das sind alles bekannte Schlagwörter für einen Logistiker, weil sich dann das Blatt 100% wendet. Ja? Ja. Und dann hat man eigentlich die gleichen Kosten. Und da muss man reagieren. Und dazu ist eine dezentrale IT-Abteilung unumgänglich. Klingt nach einer ganz eigenen Wissenschaft. Gell? So viele Faktoren, die damit hineinspielen. Ja, ist auch eigentlich die einzige Department, wo er jetzt nicht sagen kann, wie lange man für eine Umsetzung braucht. Ja. Weil man es einfach nicht gelernt hat. Und eigentlich dauert es immer zu lange in der IT. Gut, das ist ein prinzipielles Problem, das jeder Unternehmer hat. Ja. Apropos Problem, Unternehmer, wie schaut es im Moment aus? Corona-Krise. Ja. Man kennt es, Baustoffe sind knapp im Moment, obwohl die Auftragsbücher der österreichischen Bauindustrie voll sind. Mhm. Holz, Metall und so weiter und so fort. Es hat ja auch in der Logistikbranche einiges verändert, gell? Naja, es ist das weltweite Ungleichgewicht von Transportmitteln aufgekommen, das es in meiner Zeit sowieso noch nie gegeben hat. Aber ich habe mich erkundigt, dass auch bei renommierten anderen Logistikunternehmen sie das noch nie so gespürt haben. Der Weltwirtschaftsriese China ist zum Erliegen gekommen durch Corona. Und da hat sich das Ungleichgewicht von den Containern global so auf eine Seite verschlagen, dass sie jetzt die Ausmaße erst kennenlernen, weil die Amerikaner, die was die Nummer 1 der Importeure von den chinesischen Containern sind, nicht mehr mit der Produktion mitkommen, beziehungsweise mit dem Weltwirtschaftswachstum. Jetzt verwenden die einfach die Container, die es gibt, und es gibt viel zu wenige. Und darum gibt es Kunden, die einfach ein Vielfaches, 10, 15, 18 Mal so viel, wie es anno dazu mal gekostet hat. Und das bringt da die ganze Logistikwelt in einen irrsinnigen Kostenfaktor und Relevanz. Also Dinge, die werden teilweise 10-fach so teuer wie früher, gell? Die werden vielleicht 10-fach nicht so teuer, aber der Transport macht 10% von der ganzen Warenwirtschaft aus. Ja. Aber es wird eine richtige Erhöhung geben. Man sieht ja auch jetzt schon die Inflation in Österreich, 2,9%. Mhm. Hat sicher auch mit dem Transport was zu tun. Aber ich kann Sie beruhigen, das kommt wieder eine Schlagseite. Wenn die Container wieder genug Verfügung sind, dann gibt es eine Überkapazität an Containern und dann wird es wieder extrem. Das wäre die nächste Frage gewesen, ob es da ein Licht am Ende des Tunnels gibt oder ob man damit rechnet, dass das so bleiben wird. Nein, also das, in der Logistikbranche, in der Transportbranche gibt es immer in Wellen. Mhm. Ja, und die Wellen werden ab und zu länger oder kürzer oder in einer anderen Reihenfolge. Momentan ist sie halt durch Corona bedingt eine sehr große Welle. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Kapazitäten wieder so da sind. Jetzt werden ja Container gebaut, zum Beispiel in China, dass sie die ganzen Waren abtransportieren. Aber es wird wieder ein Ende am Licht des Tunnels geben.
Super. Ja. Freut uns alle, weil am Ende des Tages ja das alle Güter betrifft. Genau. Ein Schlagwort, das für Sie in der Logistikbranche natürlich gang und gäbe ist, für alle, die nicht in der Logistikbranche sind, nehmen nicht, Supply Chain Management. Mhm. Das ist so die Verwertungskette sozusagen, die Planungskette, die Wertschöpfungskette vom Kunden bis zum Rohstofflieferanten. Mhm. Sie können das noch praktikabel erklären, was das genau ist und welche Rolle spielt das bei euch und wie sensibel ist das? Die Produzenten, die haben sich natürlich aufgestellt für jedes verschiedene Produkt, ob es jetzt Elektronik ist, mit Halbleiter oder Papier, mit Zellstoff, braucht man Rohmaterial und da gibt es eine gewisse Lieferkette. Ja. Ich kann jetzt einmal so sagen, als Spediteur kann man jede Lieferkette abbilden. Aber wichtig ist einfach, wie viel Zeit investiert man an einem Kunden, dass man die Lieferkette optimiert. Mhm. Ja? Das heißt, CO2 in diesen Zeiten, ja, den Footprint zu minimieren. Fahrt man statt auf der Straße, auch mit der Bahn, kann man Intermodalstrecken abbilden. Also die billigste und die bestlösendste, auch Just-in-Time spielt eine riesige Rolle in der Supply Chain. Und das macht einen das aus. Und wir von unserer Konkurrenz, wir können das so stolz sagen, dass wir die Supply-Ketten in unsere Läger abwickeln, wo unsere eigenen Leute arbeiten. Okay, das heißt, Sie haben das absolut in der Hand und wissen, wer genau, wir sind asset-based, und da kann man bei Schwierigkeiten viel schneller reagieren, als wenn man da eine fremde Firma ab. Vor allem sind eben die eigenen Leute, die auch am Ende des Tages von Jährig am Gehaltszettel den Namen drauf haben und dementsprechend sich anders ganz identifizieren mit dem Unternehmen, was ein großer Unterschied ist. Viele Zuschauer, vor allem die Jüngeren, beschäftigen sich mit E-Commerce. Ja. Entweder bestellen sie selbst, unser Produzent zum Beispiel, der Michael Trauer, der da hinter der Kamera jetzt gerade kritisch steht, ist jemand, der alles bestellt. Der bestellt sogar das Druckerpapier, wird nach Hause geliefert. Genau. Aber E-Commerce an sich, es gibt auch viele, die Zuschauer und E-Commerce-Shops betreiben, das ist ein ganz neues breites Feld, oder? Wo ihr auch hineinstoßt. Genau, also das E-Commerce haben wir jetzt mit Amazon abgedeckt, schon sozusagen mit dem Kopierpapier in Amerika. Mhm. Wir decken die ganze Lieferkette bis in unser Lager. Und dann fängt der E-Commerce an. Also wir bekommen direkt von Amazon, vom Endkunden, den Orderauftrag, wie viel Ordern wir zustellen sollen. Das heißt E-Commerce, aber gibt es auch Holzkohle zum Beispiel, gibt es andere Sachen, gibt es Büroartikel. Und da gibt es, das E-Commerce ist einfach da, die Online-Plattform. Und wir als Logistiker sind quasi das Geschäft. Mhm. Ja, wir haben das zu verpacken und um zuzustellen. Auch in euren Lagern direkt vom Produzenten direkt, und E-Commerce-Betreiber ganz genau. Damit zu tun, dass quasi der Verkäufer unter Anführungszeichen die stimmt. Ja, ist auch die Zukunft von jedem Terminalbetreiber und Lagerplatz wird sehr, sehr knapp werden in Zukunft. Weil Sie sagen, Terminalbetreiber, Terminal im Umkreis von Dortmund. Was hat damit auf sich? Genau. Ganz wichtiger Standpunkt in Zukunft, die neue Seidenstraße. Mhm. Ist ja von China jetzt heuer fertiggestellt worden. Die haben durch alle Länder sich die Eisenbahn, die neue, gebaut und ist ein riesiger Konkurrenz zu jedem Containermarkt, zu jedem Containerschiff. Und wir haben in Dortmund ein Lager in Förde, das bis zu 22 Waggons pro Tag abladen kann. Und da sind wir für die Zukunft gerichtet und super aufgestellt. 22 Waggons? 22 pro Tag, 7 Züge die Woche. Passt zum Thema Zug. Wo sehen Sie, wo soll die Reise hingehen bei Jährich in den nächsten Jahren? Sind es 1000 Mitarbeiter, die Grenze zu breaken? Oder was ist so die Challenge für Sie? Nein, ganz und gar nicht. Wir sind zufrieden, wo wir sind. Wir haben uns keine Budgetzahlen von Umsatz oder von Mitarbeitergrößen. Wir wollen organisch wachsen. Mhm. Uns gibt es 51 Jahre und mein Ziel ist, dass es uns noch 51 Jahre, mindestens 51 Jahre gibt. Das heißt, wir bedienen unsere Kunden mit Tag zu Tag zufriedenstellend und dann werden wir den Morgen auch noch erleben. Den Morgen auch noch erleben. Vor allem, Sie haben ja selbst Kinder auch. Ja. Wenn man in die Zukunft schaut, ganz großes Thema hinter uns, ein Jährich LKW. Ja. Mobilität, Elektromobilität, das große Thema in Corona derzeit, seit mittlerweile schon mehreren Monaten und Jahren. LKW, Elektro, das wird nicht funktionieren, oder? Jawohl, man muss diese Branche ein bisschen zweiglassig sehen. Ja? Im Stadtverkehr, Zustellerpakete,
Ich glaube, da ist die Technologie schon sehr ausgereift, dass man das auch vor allem im Stadt, beim Staustehen ausgereift ist, dass man da eigentlich schon umstellen könnte. Im Schwerverkehr, wo es geht, 24,5 Tonnen von A nach B zu bringen, wird die Batterie nicht ausreichen. Das wird nach und vor nicht sein, auch wenn unser Partner Mercedes, wir haben 600 LKWs. Und, 600? Ja, 600 LKWs. Und da fragen wir natürlich, was die neuesten Technologien hergibt. Ja? Und die setzen ganz klar für den Schwerverkehr auf Wasserstoff. Mhm. Da muss dann noch das Netz für den Wasserstoff, Tanks für die Batterien, also für die Tankstellen erstellt werden. Aber der Wasserstoff und vielleicht jetzt auch schon der feste Wasserstoff, das ist eine Paste, eine sehr energiegeladene Paste, die dann auch nicht mehr mit 700 Bar in einem Tank transportiert werden muss. Und dadurch sicherer wird auch? Dadurch viel sicherer wird, ja. Und vor allem auch das Verdunsten wird aufhören. Wenn man nur zuhört, das sind wirklich beachtliche Kennzahlen. Ich habe gerade mitgerechnet, bei Ihnen hat 1,2 Mitarbeiter einen eigenen LKW bei Erik. Ja, ja. Beachtlich. Nein, wir haben die LKWs, die LKW-Fahrer sind zugemietet. Wir haben ja beim Herfahren zu Ihnen in der Zentrale schon jährlich LKW gesehen. Ja. Mehrere auf der Straße, gut so. Sehr gut. Was ist das, was man mit jährlich verbinden soll? Wenn jetzt jemand Jährig liest oder der Mitarbeiter, der rausgeht und der sagt, er arbeitet beim Herrn Jährig, was soll man verbinden, was ist das, was Ihnen am wichtigsten ist? Also das Wichtigste ist, dass wir nach wie vor ein Familienbetrieb sind. Mhm. Ja, das sollte auch unsere Mitarbeiter spüren. Wir haben auch extra keinen Slogan Logistics irgendwas, weil die Firma Jährig ein Markt, eine Branding sein sollte, mit dem man die Familie Jährig in Verbindung bringt. Und das nicht nur in Österreich, das in Deutschland, in England, überall. Und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Das Geheimnis, dass es gelingt, weil die Größe ist Konzern, 800 Mitarbeiter. Mhm. Der Spirit ist Familie. Ja. Wie schafft man diesen Übergang, dass es eben nicht zum Konzern wird vom GHWR, sondern wirklich dieses Herz dabei bleibt, so wie es bei euch ist? Auf den Hausverstand der jeden einzelnen Angestellten vertrauen. Das ist keine Nummer, sondern die Leute bringen sich an. Die Leute sind Teil des Unternehmens und Teil der Erfolgsgeschichte. Genau. Dann sage ich Dankeschön für das Gespräch. Interessantes Gespräch, um diesen Einblick zu haben in diesen wirklich faszinierenden Logistikbereich und in dieses faszinierende Unternehmen. Dankeschön auch Ihnen zu Hause. Noch mehr Informationen sehen Sie bzw. finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Dankeschön fürs Dabeisein. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.